jetzt machen wir diese eine Übung und ich sage euch, wie schnell ihr damit 5 Kilo reines Fett verbrennen könnt, okay? Mit welcher Übung ihr in absoluter Geschwindigkeit 5 Kilo reines Fett verlieren könnt. Das machen wir gleich am Strand. Jetzt mache ich mein eigenes Training weiter und dann gehen wir gleich rüber. Gehen wir rüber, jetzt zeige ich euch die Übung, aber was ist ganz wichtig ist, dass du jetzt Pause drückst, deine Sportsachen anziehst und mitmachst. Du musst jetzt mitmachen, okay, das ist ganz wichtig, sonst verstehst du das Video nicht. Deswegen, du musst jetzt mitmachen, okay, Pause drücken, mitmachen. Und jetzt gehen wir rüber. Also ich glaube, hier ist geschlossen, aber wie Arnold Schwarzenegger schon damals ins Gym eingebrochen ist, haltet euch an die Regeln, aber haltet euch auch nicht an die Regeln, okay? Also nicht ins Gefängnis kommen, aber solche Regeln könnt ihr auch mal brechen. So, meine Freunde, jetzt machen wir diese eine Übung und ich sage euch, wie schnell ihr damit 5 Kilo reines Fett verbrennen könnt, okay? Aber wie ich gesagt habe, du musst jetzt mitmachen. Ey, weil ich mach's auch jetzt, du musst mitmachen. Wir machen eine Minute lang zusammen Burpees, okay, zusammen. Ich mache auch mit. Und dann besprechen wir danach, wie schnell man da richtig geil, richtig shredded werden, okay? Also, wir machen jetzt gemeinsam, ich stoppe jetzt die Zeit, auf die Plätze, fertig und... Geh los, komm!
Guck mal, wie ich schwitze. Ich übertreibe ein bisschen, aber wir rechnen mal aus, wie lange ihr das machen müsst. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Okay, also wenn du jetzt mitgemacht hast, dann hast du gesehen, mega anstrengend. Okay, wir haben jetzt ungefähr, und das kommt jetzt auf Gewicht an, wie viel Muskulatur ihr habt, ungefähr 15 Kalorien in dieser Minute verbrannt. Und jetzt überlegen wir uns mal, 5 Kilo Fett hat praktisch 35.000 Kalorien. Okay, ich weiß, 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien, aber im Fettgewebe, da ist ja auch Wasser dabei. Um 1 Kilo Fett zu verbrennen, müsst ihr 7.000 Kalorien mehr verbrennen, als ihr verbraucht. Das heißt, mal 5, 35.000 Kalorien. Und wenn ich das jetzt hier, so schlau wie ich es ausgerechnet habe, mal runterbreche auf die Minuten, müsstet ihr um 5 Kilo Fett durch diese Übung zu verbrennen, 35.000 geteilt durch 15 Kalorien in einer Minute, müsstet ihr 2.333 Mal diese Minute machen. Oh no! Das sind 38,8 Stunden. What? Müsst ihr durchgehend die Übung machen, damit ihr 5 Kilo Fett verliert. Versteht ihr? Sport hat keine Relevanz. Und da kommt sogar noch was Krasseres dazu. Wenn ihr jetzt bedenkt, okay, Cecil, aber ich möchte jetzt einen Brownie essen. Ich esse 100 Gramm Brownie. Wie viele Burpees muss ich denn dafür machen? Das kann ich euch auch sagen, weil ich habe das auch ausgerechnet. Ungefähr 100 Gramm Brownies haben 466 Kalorien. Wenn ich das geteilt durch 15 Kalorien rechne, kommen ungefähr 31 Minuten raus. Ihr müsst 31 Minuten, 31 Mal diese Übung machen, damit ihr 100 Gramm Brownie essen könnt. Versteht ihr? Es ist alles. Aber auch wirklich alles. Ernährung. Und es kommen noch zwei Sachen dazu, die noch schlimmer sind. Und zwar, erstens, umso besser ihr werdet, umso weniger Kalorien verbraucht ihr mit der Übung. Das heißt, wenn ihr Anfänger seid und mega anstrengt, verbraucht ihr vielleicht 18 Kalorien. Und wenn ihr das dann so später macht und so, verbraucht ihr vielleicht nur noch 11 Kalorien. Das heißt, es wird immer weniger, umso fitter ihr werdet. Und jetzt haben wir ein zweites, ganz, ganz großes Problemchen. Und zwar geht deine Zappel-Philipp-Energie runter. Das heißt, die Evolution hat gesehen, Moment mal, ey, der bewegt sich ja jetzt voll viel, da muss ich ja irgendwas machen, damit der noch länger überlebt, der Typ. Da geht er nicht. So, deswegen, was macht der Körper? Er macht die Zappel-Philipp-Energie runter. Das heißt, es gibt Untersuchungen, da sind zwei Personen im gleichen Raum. Die bewegen sich eigentlich, denkt man, ey, die verbrauchen ungefähr gleich. Aber der eine sitzt so am Tisch die ganze Zeit. Und der andere ist so. Die sind aber im gleichen Raum. Und der Unterschied an dieser Zappel-Philipp-Energie sind 400, 500 Kalorien. Das heißt, was macht dein Körper, wenn er so eine Belastung hat hier und sagen wir mal, du verbrennst 300 Kalorien mehr am Tag? Was macht der Körper? Du bist am Ende des Tages natürlich müder, verbrauchst weniger Energie, um diese Zappel-Geschichten zu machen. Und es ist komplett für die Katz. Verstehst du? Aber wenn du über die Ernährung, und deswegen kommt es nur auf die Ernährung an. Fettverbrennung ist 60% mental, das sage ich immer im Maximumprinzip. 39% Ernährung und maximal 1% Sport. Mehr nicht, Feierabend. Und über die Ernährung könnt ihr so viel mehr sparen. Wenn ihr am Tag 1000 Kalorien weniger aufnehmt, als ihr verbraucht, ey, stellt euch mal vor, wie viel Burpees müsste ich für 1000 Kalorien machen? Und jetzt noch das ganze System beachten mit Leptin, mit dem Hypothalamus, mit Insulin, welche Nahrungsbestandteile ihr aufnehmen müsst, damit ihr effektiv Fett verbrennt. Dieses ganze Hormonsystem, es kommt hauptsächlich nicht auf Kalorien an, sondern auf die Hormone. Überlegt mal, ich mache das Beispiel immer. Typ 1, Diabeteskinder, die haben kein Insulin, die nehmen ab 10 Kilo in 2 Wochen, weil das Insulin kann die Sachen nicht mehr speichern. Und deswegen ist ein viel wichtigerer Punkt, was nehmt ihr auf, wie beeinflusst das die Hormone, damit ihr effektiv Fette verbrennen könnt. Und das alles natürlich erkläre ich im Maximumprinzip. Deswegen, bevor ihr irgendwie sinnlos hier 2333 Minuten Burpees macht, okay, macht es schlau. Es kommt immer auf die Ernährung an, es kommt aufs Mentale an. Und das alles coache ich im Maximumprinzip. Deswegen, wenn ihr noch nicht das Maximumprinzip gemacht habt, dann
spart euch 38 Stunden Burpees und macht es gleich von Anfang an schlau, dass der Körper auch Fette verbrennt und damit das Hormonsystem gut eingestimmt ist und dass ihr den ganzen Tag über ausgeglichen seid und so weiter und so fort. Okay? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen die Augen geöffnet und ich hoffe natürlich, ihr habt mitgemacht. Und wenn ihr nicht mitgemacht habt, dann macht es jetzt nochmal. Nur damit ihr seht, ey, 38 Stunden diese Übung machen, ist bescheuert. Das Letzte, was ihr macht, ist über Kalorien, über Sport Fette verbrennen. Das ist das Letzte. Ihr könnt die Zellsituation verbessern, die Mitochondrien verbessern und so weiter. Das ist alles gut. Aber für Kalorien verbrennen, hier, okay? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, teilt das Video und bis bald, euer Coach Sessio.